Sie am Computer? Ja, ich habe den ausgemacht jetzt eben. Soll ich den wieder Okay, anmachen? switchieren Sie mich. Ja, aber switchieren Sie mich. Nochmal, Weil was? ich habe gefunden, hören Sie mich. Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Ja, Ja. weil Sie haben unbekannte oder gefährliche Webseiten besucht, deswegen bekommen Sie diese Warnungen. Ach so, ja. Und was kann man da jetzt gegen machen? So, ich habe gefunden, Sie haben manchmal die Pornoseite besucht, richtig? Ja. Haben Sie Ahnung, wie gefährlich die Pornoseite ist? Nee. Wenn Sie diese Porno-Webseite besuchen, dann Sie bekommen ganz einfach verschiedene Typen von Trojaner, beispielsweise Malware, Spyware, Adware, Betrügen und so weiter. Und Betrunken? alle Dinge, ma ja. Wie viel haben Sie denn intus? Da ist eine Viren. Ja? Ja, das ist 100-mal gefährlich als ein Virus. Oha, so schlimm. Okay. Ja, wenn Sie diese Bedrohungen bekommen, das bedeutet, Ihre alle Personenschutz ist in Gefahr. Also wenn die, Beispielsweise E-Mail-Adresse, also Ihre wenn, wenn, Bankdaten, wenn Ihre die Be Video. Wenn die Betrunkenen kommen, dann sind die Bankdaten in Gefahr. Das ist nicht gut. Ja, das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, so Herr, wir brauchen nur 30 bis 40 Minuten, wir bringen alles in Ordnung. Aber diese Reparatur kostet viel. Wie geht es? Was war die Frage? Diese Reparatur kostet für Sie einmal etwas. Ja, wie viel denn? Beispielsweise, wenn Sie für ganzen 3 Jahre gehen, in diesem Fall wir komplette Sicherheit installieren an Ihrem Computer für ganzen 3 Jahre. So, es kostet für Sie 399 Euro Oh, plus Mehrwertsteuer. ah, das ist ja nicht wenig, aber dann ist der Computer ganz geschützt, ja? Okay, so wollen Sie Ihren Computer reparieren lassen, dann können wir weitergehen. Ja, das muss ich ja haben, ne? Ich brauche den Computer. Okay, dann bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Sehen Sie auf Ihrem Tastatur ganz unten links, dann sagen Sie mir, welche Taste gibt es auf Ihrem Tastatur. Soll ich oben oder unten anfangen mit der Aufzählung? Unten auf Ihrem Tastatur. Rechts oder links? Ganz unten links. Ja, da ist STRG-Taste. Die Und daneben. ist leicht rechteckig. Und daneben. Daneben ist ja so eine, ja, keine Ahnung, wie die Taste heißt. Da ist ein Fenster drauf. Windows-Taste, ja? Ja. Ja, machen Sie jetzt an Ihren Computer. Anmachen Sie Ihren Computer, bitte. Also ich soll den jetzt wieder anmachen, wieder hochfahren, ja? Ja. Gut, ich mach das. Und Sie sind von Microsoft selber, ja? Ja, Herr, ja. Ja, Sie brauchen mich nicht Herr nennen, ne? Wir sind ja, sagen wir, die Zeiten sind ja vorbei mit Sklavenhaltung und so, ne? Wir sind ja alle vor dem Herrn gleich geschaffen, ne? Ja, so jetzt Ja. haben Sie angemacht Ihren Computer. Ja, ich muss mich nur noch anmelden. Ich habe ja ein Passwort, um mich Melden Sie zu an, vor ja, AIDS zu dann schützen. melden Sie an. Ja, ich habe mich angemeldet. Ja, und dann bitte festhalten Sie diese Windows-Taste festhalten Sie jetzt. Soll ich die rausreißen, ja? Festhalten und mit anderem Finger Buchstabe R wie Radio drücken. Drücken Sie beide Taster zusammen oder gleichzeitig. Windows mit R. Zusammen oder gleichzeitig oder ist das egal? Gleichzeitig. Beide Gut, Taster das drücken. habe ich gemacht. Da ist jetzt so ein Ja. Fensterchen aufgegangen, da steht Ausführen drin. Ja, schreiben Sie in diesem offenen Leerfeld alles klein. Ja? Dreimal www. Also 9 mal W insgesamt. Dreimal W, W wie Wolfgang. Ja? Einen Punkt. Ja? F wie Friedrich. Friedrich? Ja. Ja? Buchstabe F. Und dann A wie Anton. Anton, ja? S wie Siegfried. Siegfried? Ja. Und dann T wie Thomas. Thomas? Ja. Ja, und dann? Dann einen Punkt. Ast, ja? Nein, warten Sie kurz, wegmachen Punkt. Ja?
Dann schreiben Sie S wie Siegfried. Asts, ja. U wie Ulrich. Ja. Zweimal P wie Paula. Paula? O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. T wie Thomas. Ja. Einen Punkt. Ja. N wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Ja. Oh, es tut mir leid. E wie Emil und N wie Nordpol wegmachen. Dann schreiben Sie C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. Ja. M wie Martha. Also www.astsupport.com. Ja, okay, anklicken. Klicken Sie auf OK, bitte. Ja. Gerade nur mal kurz meine Nase putzen. So. Ich Was habe da haben Sie jetzt, bekommen? da ist jetzt gerade der Firefox aufgegangen. Und er versucht da jetzt gerade eine Internetseite zu öffnen. Oh, das ist alles auf Englisch da. Was haben Sie bekommen? Da steht astsupport.com, Technical Support, Remote Computer Repair und Help Support. Nochmal Windows-Taste festhalten Sie mit R wie Radio drücken. Ja, habe ich gemacht, also so wie eben Dann schon mal. bitte, ja, nochmal schreiben Sie in diesem offenen Leerfeld alles klein. Ja. Zweimal H wie Heinrich, haha. Ja. Leertaste. Ja. Dann noch einmal H. Ja. Unten steht eine OK-Option, klicken Sie auf OK. Das mache ich. Da ist so ein weißes Fenster aufgegangen. Da steht auch schon wieder irgendwas auf Englisch drin. HTML-Hilferfenster. Sehen Sie ganz oben rechts? Und ganz Sie oben bekommen rechts ein Fenster. ist das Ja. rote Kreuz zum Wegdrücken. Sie bekommen ein Fenster. HTML-Hilfe. Ja? Ja, das steht Ganz oben oben links. rechts. Nee, links steht Machen Sie das. dieses Fenster links. Was haben Sie geschrieben in diesem offenen Leerfeld? HH, Leerzeichen Ja. H. Und jetzt steht da oben HTML, Bindestrich Hilfe. Ja. Und daneben ist so ein Machen Sie dieses gelbes Fenster groß. Fragezeichen. Diese. Ja. Machen Sie dieses Fenster groß, bitte. Das Fenster aufmachen? Groß machen. Groß. Ich soll groß machen? Ja, ich rufe Ja. schnell meine Frau, dass sie eine Schüssel bringt, weil ich habe kein schnurloses Telefon. Ich frage mich nur, wie sich das Abkoten jetzt auf den Okay, Prozess auswirkt. ich mache für Sie. Ja. Klicken Sie gelbes Fragezeichen. Ja. Dann klicken Sie zur URL springen. Ja. Jetzt, dann bitte schreiben Sie im zweiten Leerfeld alles klein. Ja. H wie Heinrich. Ja. E wie Emil. Ja. L wie Ludwig. Ja. T wie Paula. Ja. M wie Martha. Ja. E wie Emil. Help me. Ja. Einen Punkt. Ja. N wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Jawohl. T wie Thomas. Ein Thomas. Ja, jetzt wiederholen Sie bitte, was haben Sie geschrieben? Heinrich Emil Ludwig Penis Martha Emil .net. Ja, okay, anklicken. Klicken Sie okay. Ja, einmal oder zweimal draufdrücken. Klicken Sie nur einmal okay. Da steht Angeklickt. jetzt, seien Sie Ja. vorsichtig, wenn Sie unerbetene Okay. Zugriffsanforderungen Ja, für klicken Sie Ihren gelbes Computer Fragezeichen. erhalten. Ja. Klicken Sie gelbes Fragezeichen. Wo denn? Oben links wieder? Oben. Ja. Ja? Dann klicken Sie maximieren. Ja, habe ich gemacht. Jetzt bitte schreiben Sie Ihren Namen in diesem Fenster.
Ja. Dann ich gebe Ihnen einen Supportschlüssel. Ja. 372 3, 7, 2. 131 1, 3, 1. 351. 3, 5, 1. Ja. Klicken Sie weiter. Dann klicken Sie ausführen. Ja. Nochmal ausführen. Ausführen. Dann nach ein paar Minuten, Herr, Sie bekommen eine Ja-Option. Sie sollen Ja anklicken. Was bekomme ich? Eine Virenoption? Ja. Klicken Sie auf Ja. Habe ich schon gemacht. Da steht, die Sitzung sollte in Kürze beginnen. Das ist auch korrekt. Meine Frau hat die Schüssel gebracht und ich versuche jetzt Nein, nebenbei einen wir abzuseilen. brauchen welche. Jetzt klicken Sie auf Ja. Nur klicken Sie auf Ja. Sehr gut, Herr. Sie haben sehr gut gemacht. Jetzt Dankeschön. bitte ja, lassen Sie die Maus frei, Maus nicht bewegen. So, jetzt ich überprüfe Ihren Computer und zeige Ihnen alles. Warum bekommen Sie diese Warnungen? Guck mal, das war Was die soll ich Ihnen Seite, sagen? die ich aufgemacht habe hier, aber das war Maus irgendwie nicht nicht. bewegen. Hallo? Ja, hallo, ja? Bitte Maus nicht bewegen. Lassen Sie die Maus Habe ich frei. das falsch geschrieben hier? Nein, Maus nicht bewegen. Okay, Maus nicht bewegen. Könnten wir sagen, welche Webbrowser haben Sie benutzt letztes Mal? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe so viele. Ich benutze den, der mir am Tag so am besten gefällt. Weil manchmal ist Google ja so eine 1 bis 2, aber manchmal ist sie auch nur so eine 3 bis 4. Und das gleiche ist ja dann auch mit Opera und Firefox, ne? Okay. So, könnt ihr mir sagen, wie viele Leute benutzen diesen Computer? Bitte Maus nicht bewegen, okay? Ja, das, also das ist ja mein Computer, ne? Ja. Oh, da ist Ihren Computer. Ja, der Oder ist steht. Ihre Frau? Nee, der ist von mir, da darf nur ich dran gehen, ne? Okay. Was essen Sie denn da nebenbei? Hallo? Warten Sie kurz. Was gibt's zu essen bei Ihnen? Hallo? Hallo. Ja, Herr, ich trinke Wasser. Okay. Ach so. Es tut mir leid. Ja. So, Herr, jetzt ich führe einige Programme aus. Damit können Sie dem Grunde des Problems wissen, dass warum bekommen Sie diese Warnung. Könnte mir sagen, wie alt sind Sie? Ich bin 67. Oh, also, aber Sie haben sehr gut gemacht, hä? Ja, danke schön. Ja, so jetzt ich führe einige Programme aus. Damit können Sie den Grunde des Problems wissen. So, Herr, sehen Sie hier, bitte Maus nicht bewegen. Warum bewegen Sie die Maus? Ich muss die sauber machen, da ist Kaffee drauf gekommen. Ja, Maus nicht bewegen, Na okay? So, gut. jetzt ich führe, ja. So, jetzt ich führe einige Programme aus, damit können Sie den Grunde des Problems wissen. So, bitte Maus nicht bewegen. Hallo? Ja, ich bin da. Ja. Zweihundertneunundachtzig Kützke Bedrohungen? Was ist das denn alles? Ich probiere nochmal. Ach so, ja, Herr. So sehen Sie hier, ich habe gefunden an Ihrem Computer 289 Q-Face-Bedrohungen. Sehen Sie? Oh, was ist das Herr, denn? diese Q-Face-Bedrohungen sind 100-mal gefährlich als ein Virus, weil es aus Russland kommen. Oh, So die Russen? normalerweise diese Ja, so normalerweise diese Q-Face-Bedrohungen kommen an Ihrem Computer, wenn Sie irgendeine unbekannte oder gefährliche Webseite besucht haben. Oh So, Herr, ich nein. habe gefunden, Sie haben manchmal die Porno-Webseite besucht, richtig? So, Herr, Ja. wenn Sie diese Porno-Webseite besuchen, dann Sie bekommen ganz einfach verschiedene Typen von Trojaner.
Beispielsweise diese Kuhface-Bedrungen. Und diese Kuhface-Bedrungen, Herr, ohne die Das Erlaubnis, ohne dass die Kuhface Kinder ist reinkommen. betrunken. Ja. Und diese Kuhface-Bedrungen, ohne die Erlaubnis, ohne ihre Kenntnisse reinkommen und laufen im Hintergrund des Computers. Und wegen des Erhalts dieser Kuhface-Bedrungen ist ihre Windows infiziert und blockiert geworden. Dann Sie sehen diese Fehlermeldung an Ihrem Computerbildschirm. Ja. Und dann hier sehen Sie, wenn Ihre Windows infiziert, so bedeutet Ihre aller wichtigen Software nicht funktionieren mehr. Aber warum So geht der zeige Ihnen Computer denn alles, dann sehen über? Sie? Aber ich habe, da steht Defragmentierung. Ich habe doch heute defragmentiert, heute Morgen. Ja, ich erkläre Ihnen alles. Hier sehen Sie hier in der Linke gibt es alle Programme und Applikationen. Ja. Damit können Sie an Ihrem Computer alles machen. Beispielsweise Porno sehen, Nachrichten lesen, E-Mail sehen und so weiter. Und diese alle Applikationen laufen mit der Hersteller-Software. Das heißt Microsoft. Und Microsoft ist Herz von Computer. Wenn alles in Ordnung steht, so sollte Microsoft Status immer aktiv sein, aber Sie können hier selber sehen, alle Ja. sind beendet, beendet, beendet gegangen. Und es gibt keine Möglichkeit zu aktivieren und das ist furchtbar. Kann So, man Herr das nicht einfach Imhof, so? Ihre alle wichtige. Guck mal, wenn ich Bitte hier auf alle Maus nicht aktivieren bewegen, drücke. hallo? Nein, hallo? Ja, Sie haben doch gesagt, das muss Machen wieder Sie gar. aktiviert werden. Ja, ich mache für Sie alles, aber bitte Maus nicht bewegen im Moment. Ach so. Okay? Ja, Ja, Maus Entschuldigung. nicht bewegen. Ja, Ja. so jetzt sehen Sie, ich habe auch gefunden, so viele Fehler, Fehlerwarnungen, Fehler, Fehlerwarnungen. Oh Sehen Sie, Sie nein. bekommen diese Fehler und Warnungen Tag zu Tag an Ihrem Computer und Sie haben keine Ahnung. Und heute Anzahl ist sehr, sehr hoch. Hier sehen Sie, Ich verstehe kein Wort. Können Sie ein 1000 bisschen mehr. langsamer sprechen? Ja, 1000 mehr, sehen Sie? Nein, Ich tausend habe mehr gefunden. Schweinchen. Oh Hier, Mann. hier. Heute Anzahl ist sehr, sehr hoch hier. Wenn Sie diese Fehler und Warnungen bekommen, das bedeutet hier, Ihre alle Personenschutz ist in Gefahr. Beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Bankdaten, Ihre Videos, Bilder, alle sind in Gefahr. Das Ach war du sehr, Schande. sehr gefährlich für Sie hier. So, jetzt ich gebe Ihnen eine Zusammenfassung, um besser zu erklären. Können Sie das denn reparieren? Ja, Ja, das ich ist gebe gut. Ihnen eine Zusammenfassung. Ja, so ist das Problem erklären, okay? Ja. Okay. So, Herr, wir haben gefunden an Ihrem Computer 289 Kuhface-Bedrungen. Und diese Kuhface-Bedrungen machen Ihr Computer so langsam und Ihre alle wichtigen Dateien kaputt. Können Sie Und das da, mal, wir haben können, noch gefunden, da darf ich mal kurz Ihre fragen? Windows. Hallo, Sie sagen Ja, immer was ja. von, ich schreibe mal kurz, nur damit ich das richtig verstehe. Q, Face, betrunken, sagen Sie, ja? Das hier? Q, Face, Nein, nein, betrunken? nein. Kub, Kub. Ich erkläre Ihnen alles. Kubface. Also Q, Face ist betrunken. Ist das der, der den Ja. Drachenlord-Prozess hat platzen lassen? Hat er schon Nein, wieder das ist. gesoffen? Jetzt wir sehen Sie, ich habe auch gefunden, Ihre Windows ist blockiert Es ist doch gar nicht blockiert, es ist doch geworden. an. Und es gibt so viele Fehler und Warnungen. Ja. Deswegen, Herr, Ihre alle Personenschutz ist in Gefahr. Mein Und dann, wir haben noch Personenschutz ist in gefunden, Gefahr. Kommen die Russen mich jetzt ja, holen? beispielsweise Ihre Real, E-Mail-Adresse, physisch. Ihre Jeden Bankdaten. einzelnen von Und dann, euch. Ja? ich habe auch gefunden, Ihre alle wichtigen Software sind beendet gegangen. So, jetzt haben Sie Sind Ahnung, beendet dass gegangen? warum. Ja, so jetzt haben Sie Ahnung, dass warum bekommen Sie so viele Trojaner an Ihrem Computer, warum? Weiß ich nicht. Weil Sie an Ihrem Computer unbekannte oder gefährliche Webseiten besucht haben, beispielsweise die Pornoseite. Deswegen bekommen Sie hier diese schlechte Erfahrung. So, Herr, im Moment Ihren Computer sehr, sehr gefährlich infiziert, Herr. So, wenn Sie diese Probleme vermeiden, dann Ihren Computer geht sofort kaputt. Dann niemand kann Ihnen helfen, Herr. Der geht kaputt. Ja, Herr. Das ist ja zum Heulen. Wie bitte? Das ist ja zum Heulen.
Traurig. So wollen Sie Ihren Computer reparieren lassen? Ja, natürlich. Dann bitte Maus nicht bewegen, okay? Maus nicht bewegen. Darf ich denn die Tastatur benutzen? Nein, machen Sie gar nichts, nur hören Sie mich, okay? Ja, ich kann das aber nicht so gut lesen hier. Ich muss mal ganz kurz was machen. Okay, ich mache für Sie groß. Nee, warte mal. Ich habe ja hier, das mögen Ihresgleichen ja immer besonders gerne. Ich habe ja die Bildschirmlupe. Ne? Das ist dann. Ich muss das mal kurz größer machen. Aber So. mehr. 289 Probleme. Ja, Herr. Bedrohungen, also 289 Russen. Langsam PC. Das bezieht sich wahrscheinlich auf ihr Oberstübchen, ne? Da. Was haben Sie gemacht? Gelesen. Windows ist blockiert. Das blökt wie ein Schaf, nehme ich mal an. Maus nicht bewegen, lassen Sie die Maus Ja, ich frei. muss das doch lesen. Das ist doch zu klein für mich. Fehler und Warnungen. Personen sind beendet. Welche Person ist denn beendet worden? So, jetzt habe ich das gelesen. Jetzt können Sie weiterschreiben. Wie bitte? Ich habe das jetzt gelesen. Sie können jetzt weiterschreiben. Die Überforderung kickt. Maus nicht bewegen. Ich mach doch Hören gar Sie mich, nichts. ja oder nein? Ich mach doch gar nichts. Ich finde es nur schön, wie bei euch immer die Überforderung kickt, wenn die Bildschirmlupe offen ist. Da merkt man, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt von dem Thema. Jetzt weißt du nicht mehr, was Warten du Sie machen kurz. sollst, ne? Was haben Sie gemacht? Die Bildschirmlupe. Wegmachen diese Lupe. Machen Nee, Sie weg diese Lupe. dann kann ich ja nichts mehr sehen. Sie müssen mir doch erklären, was Sie machen. Ich will das doch verstehen. Einmal wegmachen diese Lupe. Warum denn? Mögen Sie Dann ich meine Lupe erkläre. nicht? Dann. Ja, So. Hier mal wieder Ordnung machen. So. Jetzt kann es weitergehen. Ich lasse mir so lange die nächste Sauerei einfallen. In Ordnung? Von wo rufen Sie denn an? hallo, hallo. Ja, hallo. Von wo Wie rufen alt Sie sind an? Sie? Jetzt wollen Sie Lösung, ja oder nein? Ja, natürlich. Ich kann es auch noch mal, Wie? wenn das zu Aber Sie. schwierig ist. Ich kann hier auch noch mal. Ich mache groß. Jetzt Von sehen Sie Lösung. wo rufen Sie an? Fragezeichen. Ist die Frage zu schwierig? Da hat sie aufgelegt. So, mal gucken, ob sie noch irgendwas auf dem Computer macht. Die Verbindung ist weg. Hallo. Nicht, dass sie mich noch hören könnte. Einfach so dramatisch, der alte Mann, der jetzt mit den 1581 Ereignissen, die ganz normale Darstellungsgeschichten von Windows sind. Hier bei dieser Tree-Aufzeichnung war ganz geil. Die schreiben dann immer unten rein, was da angeblich passiert ist. Und das erste Mal habe ich hier reingeschrieben, no virus found. Da hat sie ganz schnell wieder weggeklickt, also richtig gemerkt, dass sie panisch wurde. Und ja, an der Bildschirmlupe verzweifeln die Vollidioten ja immer. Und ja, ich freue mich tierisch. Natürlich ist es schade, dass es diese Mistvögel wieder gibt im deutschen Sprachraum. Auf jeden Fall sind sie nicht intelligenter geworden in den letzten Jahren.
Ich würde jetzt auch wieder gerne Bandshot schreiben, aber ich denke, dann könnte die merken. Mal gucken, ob ich sie irgendwie wieder hierher kriege. Hallo, Hilfe, wir werden bedroht seit 1,5 Jahren. Ich bringe euch alle in den Knast und in die Forensik, jeden einzelnen von euch. Oh, sie schreibt. Gucken, was da kommt. Support, Hilfe. Chop. Okay, jetzt können wir. Bandshot. Jetzt sogar ein bisschen Mausbattle. Mal gucken, wer die Kontrolle behält über die Maus. Ich würde jetzt ja gerne im Hintergrund irgend so ein indisches Lied anmachen wie damals, aber dann streiken sie mir halt, dass die Livestreams mit diesen Geschichten hier haben mich ja schon mal den Kanal gekostet. Von daher schreibt sie bestimmt gleich, lassen Sie die Maus frei. Aber ich liebe, dass diese Mistmaden, die wirklich überhaupt nichts checken. Macht ihr einen auf Computertechniker? Oh, so viel. Auch mal ein bisschen Shoutout an Kid Boga, der ja auch so hammergeile englischsprachige Videos gegen diese ganzen Scammer macht. Gucken, ob sie den kennen. Die Sitzung wurde beendet. Ja, klasse. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Da haben wir diesen Mistkrabben ja wieder fast eine halbe Stunde geklaut. Ja, und das ist die Masche. Du bist auf irgendeiner Internetseite unterwegs, seien es irgendwelche Wares-Downloads, irgendwelche ab 18 Geschichten oder auch einfach nur, wenn du statt Google Fugel schreibst oder statt Facebook Daysbook, die kapern irgendwelche Domains, da wird dann diese Pop-up-Meldung angezeigt, dass die angeblich von Windows sind. Du kannst im Fenster dann meistens auch nicht mehr klicken, musst das mit Task Manager zumachen irgendwie und da steht halt drin, dein Netzwerk ist gefährdet und wir sperren ihren Computer, um Schaden zu verhindern und dann steht deren Telefonnummer da hinten, du musst anrufen. Dann schalten sie sich drauf, zeigen dir irgendwelche ganz normalen Vorgänge da auf dem Computer und erzählen dir eben das hier in diesem Fall jetzt an. Da eben hier Fehler, 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 kritisch. Gut, wenn du da irgend so einen Moderator hast, der dir so einen Quatsch erzählt, könnte man glauben, dass das wirklich was Gefährliches ist. Aber wir wissen ja, Gott sei Dank, dass das alles eine riesengroße Verarsche ist und sind jetzt alle wieder ein Stückchen schlauer. Von daher lasst euch nicht verarschen und bis zum nächsten Mal.